Hallo Leute, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Emphyrium Galactic Survival. Ungewohnter Startbildschirm. Ja. Um das Ganze jetzt hier nochmal zu erleben, werde ich mit euch hier nochmal neu starten. Der Server ist immer noch Bestand. Aber hier werde ich mir jetzt eine Single-Kampagne geben. Und da werde ich euch einfach mal mitnehmen. Die ganze Geschichte ist ähnlich eingestellt wie auf dem Server. Allerdings werden wir den Startprozess hier so durchspielen, wie man das als Einzelspieler wahrscheinlich auch erfährt, das Spiel. Und dann wollen wir mal gucken, wie weit wir da kommen. Ewig her, dass ich komplett neu gestartet habe, ohne Adminrechte, ohne irgendwas. Wenn euch das gefällt, macht ein Abo, macht ein Like, kommentiert. Ne, und weil das wird auf jeden Fall eine Mehrteiler hier. Also wir werden wahrscheinlich getrennt voneinander die Videos jetzt machen. Also auf dem Server geht es auch weiter, aber ich bin gerade beim Bauen irgendwie in so einem Kreativloch und deswegen, ich muss mal hier, ich brauche frischen Wind, frische Gefahren, frischen Adrenalin. Und dann nehme ich euch jetzt einfach mit. Wir springen rein. Da geht's auch schon los. Im Sturzflug. Kann die Sonne im Prinzip mehr steuern. Das war früher mal so. Man konnte sie ein bisschen beeinflussen. Das geht nun nicht mehr. Ja, wollen wir mal fortfahren direkt, ne? Taschenlampe, Überlebenswerkzeug. Okay. Survival Tool. Kann ich soweit nichts machen? Kann ich die auseinander? Oh. Ich habe auch schon irgendwie Notstand hier. Ich brenne. Okay. Wir müssen ein Survival Kit suchen. Also ein bisschen kenne ich mich halt schon aus in dem Game, deswegen weiß ich jetzt, dass ich das alles hier auch direkt mitnehmen muss. Aber wir müssen zusehen, dass wir uns irgendwie versorgen hier. Survival Kit, Detektor, Bandage. Was brauchen wir denn dafür? Pflanzenfaser 3, Pflanzenproteine. Pflanzenfaser. So. Hat aber nur für einen gereicht. Wir brauchen noch ein bisschen mehr. Ein
brauchen wir auf jeden Fall, um eine Crafting-Maschine zu bauen. Yeah, Explore-Token. Aha, Survival-Tool muss doch hier rumliegen. Wir müssen... Lampe funktioniert. Aber das ist doch das Survival-Tool, was wir hier in der Hand haben. Aha. Nee. Doch. Na, zu früh aufgenommen. Also dran denken. Vorsichtig beim Aufnehmen. Das brauchen wir nicht, wie wir uns bewegen und so. Ja, jetzt das, was wir gerade gemacht haben. Ein paar Proteine sammeln. Bauen wir mal noch zwei. Das Zelt. Können wir das auch noch bauen? Oh, das wäre cool. Den Wasserkondensator, ja. Ah, das Zelt. Super. Da können wir auf jeden Fall schon mal einen Klonpoint setzen. Essen. Da können wir noch was von bauen. So, was brauchen wir denn für die Maschinen hier? Eisenerz 3. So, erstmal den hier. Für Wasser. Dass hier so viele Proteine direkt wachsen. Kann ich damit auch. Obwohl, nee, dann lade ich nur meine Tasche unnötig. Geht noch nicht. Okay. Sind wir noch nicht hoch genug. Level 3. Oh, was haben wir da? Das ist, glaube ich, kein Jäger. Nee. Karte auf. Oh, hier ist auch irgendwie, ich glaube, abgestecktes Gebiet. Können Talents sein oder sowas. Nehme ich alles schon mit hier. Level 3.
Oder brauche ich 5 oder was? Nee, ging. Super. Wassergenerator, den können wir nur mit Crafting-Maschine bauen. So, und als nächstes den Bohrer hier. Was wir dann craften können, gucken wir gleich mal. So. Da oben gibt es noch ein bisschen Proteine und Faser. Kann ich einmal komplett aufheilen und vollfuttern. Jetzt beginnt es ja ganz gut. Da vorne ist ein Raptor. Oder was ist das? Nee. Täuschung. Aufpassen, dass wir nicht ins Talon-Gebiet kommen. Naja, wir gehen auch nicht in die Richtung, also schon gut. Schauen wir mal. Schön, dich lebendig zu sehen. Aha, okay. Okay. Ja, das haben wir doch schon gemacht. Driften war halt nur ein. Zu wenig von haben. So, Heiz- und Kühlgerät. Na, warte mal, das brauchen wir vielleicht. Na, egal. Hier auf Hoya ist es ja relativ genehm mit den Temperaturen. So, dann würde ich aber mal sagen, irgendwie mal ein bisschen weiter erkunden. Und dabei einer des Einsammeln, was uns auf den Weg kommt. Das sind auch Pflanzenfresser. Die würden uns natürlich Fleisch geben, aber brauchen wir jetzt noch nicht.
Na, wo Beutetiere sind, sind auch Jäger bestimmt. Mal auf Karte gucken. Ja, gehen wir mal hier so in die Richtung. Schauen uns mal, wo uns die Reise hinträgt. Irgendwo vielleicht mal ein kleines Camp aufschlagen. Mit. Ich brauche den Scanner hier. Mensch, habe ich ja ganz vergessen. Natürlich, der Scanner. Was ist los? Eine Warteschlange. Ach so, voll. Haha, natürlich. Immer nur zwei Plätze hier. Wie lange es dauert, bis ich mir den ersten Bauplan meiner eigenen S-Haus hier bauen kann. Das ist auf jeden Fall das erste Ziel. Vielleicht irgendwo eine kleine Basis. Gewürze, aha. Oh, Talons. Wir sind friedlich. Wir gehen den Weg. Mal auf die Karte gucken. Genau, ist sogar der richtige Weg. Ja. Wollen wir es erstmal harmlos beginnen hier? Hier sind mit Sicherheit Viecher, die uns nicht so gerne mögen. Oh, hier in so einem Zungenwald, ey. Nee. Geh mal lieber hier so ein bisschen auf freie Fläche. Ein dicker Marker.
Craft a detector in your survival constructor. Ja, mach ich gleich. Wieder voll da unten. Na komm. Können wir den auch mitnehmen? Tatsächlich. Kann man wahrscheinlich nicht essen. Natürliche Stimulanz. Sehen, ne? Weil Grippe hier sind bestimmt auch Raubtiere. Hier oben mache ich uns jetzt mal ein kleines Camp. Schon mal den kleinen Quäfter und zum Wasser herstellen und so. Für Lebensmittel hinstellen können. Diese ganzen Geräte abstellen. Im Constructor sollte ich vielleicht einen zweiten bauen. So. So, Motorrad, das ist auf jeden Fall Motorradbausatz benötigt. Das erste Fahrzeug. Ein Anzug wäre auch nicht schlecht. Da schmeiße ich jetzt erstmal schon mal alles rein, was ich an Ressourcen hier schon drin habe. Gewürze, ja gut, das Essenszeug kann eigentlich auch mit rein, vielleicht können wir irgendwas zum Essen herstellen. Kupfererz, Knospen, die werden wohl nichts bringen, ein Ei.
Pflanzen, Protein und Fasern brauchen wir selber. Die lasse ich mal hier. Was brauchen wir denn für Wasser? Kraftstoff, okay. Motorradbausatz, da ist er. Fantastisch. So, meine Freunde, das war's mit der ersten Folge. Neustart in Emphyrium Galactic. Hat mich wieder gefreut, dass ihr dabei gewesen seid. Macht ein Abo, Like, kommentiert und seid bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Wir machen das Ganze etwas kürzer. Also diese Folgen mit dem Neustart werden immer so um die 30, vielleicht ein bisschen drüber, vielleicht ein bisschen runter gehen. Und ja, damit kann ich euch regelmäßig immer mit Emphyrium Stuff versorgen. Und mit dem Server müssen wir mal schauen. Das werde ich so einzeln einspielen zwischendurch mal. Und ja, ich will mal gucken, ob wir eine feste Zeit machen für diese, ich sag mal, Staffel von Emphyrium. Oder ob ich da einfach zusehe, dass ich euch das zweimal die Woche, einmal die Woche, wie auch immer. Mal gucken, wie sich das entwickelt. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Schön, dass ihr dabei gewesen seid. Bis zum nächsten Mal. Ciao.